Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Jo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Warum tut mein Rücken ein bisschen weh? Vielleicht wegen Muskelkater, ey. Egal, das ist irgendwie auch ein nices Gefühl, so ein Muskelkater, ne? Muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall, falls du hier zum ersten Mal eingeschaltet hast, hi, ich bin Cedric, ich bin 22 und alle nennen mich Cedo. Ja, das war's auch schon. Falls du Bock hast, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Du wirst dich hier auf jeden Fall wohlfühlen, das kann ich dir versprechen. Das ist eine ganz angenehme Community, ja. Wir sind alle sehr umgänglich. Wir sind alle sehr eloquent. Wir sind alle sehr attraktiv. Wir sind alle sehr sympathisch. Es lohnt sich. Und falls du wirklich noch einen Klaps auf ein Klecks Sahne auf das Törtchen drauf tun willst, dann folgt mir gerne noch auf Instagram, weil da geht die Uzi ab. Perfekt, super. Okay, liebe Freunde, heute haben wir ein ganz besonderes Thema, denn Bühni ist live gegangen und hat gute 6-7 Minuten nur über mich geraged. Also ragen heißt ausrasten, glaube ich. Also er hat 8 Minuten oder keine Ahnung wie lange auf jeden Fall über mich geredet. Und die Person, die mir das geschickt hat, meinte auch, er hat irgendwas noch mit Josie erwähnt und was weiß ich. Und Josie ist meine Ex, für alle, die es nicht wissen. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf diesen Livestream. Es könnte wirklich interessant werden. Also, wir lehnen uns zurück, wir machen es uns gemütlich, wir holen uns Snacks. Ihr könnt auch ausnahmsweise mal euch Obst schneiden, anstatt immer Chips zu fressen. So, ne, wir wollen ja jetzt nicht alle irgendwann komplett wie eine Weltkugel aussehen. Und ja, macht euch noch einen leckeren Tee, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, wir schnackeln gar nicht Fackeln. Lang um den heißen Brei. Ich stecke mir meinen Kopfhörer herbei. Da ist er. Ne, so. Ja, hier. So. Und ich würde sagen, wir legen los. Halt deinen Mund. Wenn du was gegen Jamie sagst, dann pass lieber auf, du Stück Scheiße, weil du bist nichts Besseres. So, ganz ehrlich, du Luxer oder weißt was ich was. Du bist aber die Person, die mir jeden Tag auf Snapchat wie ein Hund snappt und jeden Tag in meinen Arsch kriecht und dann willst du Jamie anscheißen, also halt deine Fresse. Hä? Random. Wir sind random hier rein. Wir wurden gerade reingeschmissen. Wir sind erstmal gelandet und direkt random begrüßt. Hallo, halt deinen Mund. Sorry, Entschuldigung. Ach, kein Ding, Böni, alles kam gut. Kam aus mir plötzlich raus. Ist ja normal. Ist ja wie bei euch. Ja, wir wissen, dass du ein bisschen Aufmerksamkeit brauchst und deshalb halt auch gut und gerne mal Leute in deinem Livestream beleidigst. Wann geht's um mich? Können wir jetzt mit mir starten schon? Sedo ja. Ist ein Ehrenmann. Ein Echt? Ehrenmann? Findest du? Dann geh doch zu Sedo. Ach, hat jemand geschrieben. Ich verstehe nicht. So, die Leute schreiben in Cedo rein, aber dann geht doch zu Cedo. Aber warum redest du so? Wie, du redest erst tief und dann gehst du hoch. Und warum machst du das? Das macht irgendwie keinen Spaß. Doch, es macht schon ein bisschen Spaß. So eine richtige Voice Cracks dann in deiner Stimme. Aber ich gehe davon aus, ganz unabhängig davon, wenn die Person reinschreibt, sie feiert mich, dass sie mir auch folgt. Deshalb mach dir keinen Kopf, Bühni. Nach dem Livestream hat sie sich bestimmt meine Story angeguckt oder mein neues Bild geliked oder so. Brauchst du gar keinen Kopf machen. Lehn dich zurück, machst du gemütlich, hol dir Snacks, mach dir einen leckeren Tee, weil ich wieder Hase hoppelt. Ey, ihr mit euer Sedo. Mhm. Furchtbar. Genau, wie Musti. Mal gucken, wer nächstes Jahr da ist. Was gibt's noch so viel? Ich sag dir ehrlich, Bühni, ich bleib dir erhalten. Ich bleib dir doch erhalten. Weißt du? Brauchst nächstes Jahr keinen neuen, der über dich Videos macht. Nein. Bin da. YouTuber. Mal gucken, bei wem wir nächstes Jahr sind. Also Musti hat schon echt, echt viel mehr gebracht an Reichweite, weil Cedo ist so. Okay, man sieht schon so ein paar Kommentare, aber es ist nicht wirklich so Shitstorm. Wir halten nur kurz an. Wir gucken den Screenshot, den Stopp gerade im Chat. Cedo ist halt cool. Cedo. At der Cedo. Cedo. Zu Cedo. Alle Kommentare, die du gerade kriegst, haben mit mir zu tun. Du sagst gerade nur ein paar Kommentare, willst du mich gerade komplett hops nehmen? Du kannst mich schon ruhig ein bisschen mehr pushen. Aber er meinte gerade ja auch, was hat er gesagt? Irgendwie, der Shitstorm ist nicht so krass, oder was? Oder so mäßig. Musti war schon krass. Aber Cedo ist so, wie soll ich sagen? Also mit 50.000 Klicks, da profitiere ich nicht viel. Also heißt es gerade, er wünscht sich einen Shitstorm. Ich kann dir das auch ganz kurz auf Papier aufschreiben, warum du keinen Shitstorm hast, obwohl ich Videos über dich mache und warum du von Musti einen Shitstorm hattest, als er ein Video über dich gemacht hat. Weißt du warum? Wegen der Community, mein Bre.
Meine Community ist darauf, ja, nicht erzogen, aber ich finde gerade kein anderes Wort. Ich habe euch ja oft genug gesagt, kein Hate. Sobald irgendwie Hate oder was weiß ich, ihr anfangt, irgendjemanden runterzumachen, dann bin ich raus. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Und das sind auch die Vibes hier auf diesem Kanal. Wir machen niemanden runter. Wir schießen nicht gegen irgendjemanden. Wir lästern nicht gegen irgendjemanden. So, das gibt's nicht. Aber Bühni, wenn du willst, wir können den Spieß umdrehen, wenn du unbedingt einen Shitstorm willst. Sag einfach Bescheid, ich mach Klick. Wir machen eine Ansage, dann geht's ab. Ab richtig. Und bei Musti war das Ganze halt anders, ne? Musti, seine Zuschauer sind da halt aggressiver unterwegs. Musti ist ja auch aggressiver unterwegs als ich, was das Ganze angeht. Deshalb, Bühni, es ist so ein bisschen selbsterklärlich. Aber schade, dass du jetzt gerade über meine Klicks herziehst. Das finde ich persönlich sehr angreifend. Gerade weil ich bin der jeden Tag YouTube-Videos hochlädt, nicht du. Du lädst alle paar Tage mal deinen TikTok so und dann schießt du gegen meine Klicks oder was? Aber passiert, vielleicht kriegst du ja irgendwann mehr Aufrufe, Sedo. Mit TikTok hast du ja schon Erfolg. Freut mich. Wenigstens eine Plattform. Mit TikTok habe ich Erfolg? Mit TikTok? TikTok? Ich lade auf TikTok, ich recycle da Sachen, ich lade da Sachen hoch, die ich eigentlich auf Instagram hochlade, die schmeiß ich halt noch auf TikTok drauf, mach ab und zu so ein Video. Du sagst, ich habe da mehr Erfolg als auf YouTube. Bruder, willst du mich gerade verarschen? Nur weil da ein Video 500.000 Views hat oder so auf TikTok? Hä? Aber danke fürs Kompliment, ich freue mich natürlich. Aber warum, ey, warum sagt er, ich bin ein unerfolgreicher YouTuber? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Wo es endlich mal klappt. Ach, Entschuldigung. Ja. Kurz Dings, neues LTE kaufen oder was? Die Dame, die mir das geschickt hat, ey. Erstmal neue Internet kaufen. Ach, und jetzt bin ich bestimmt wieder auf seinem neuen YouTube-Video. Und dann wartet, ich gucke mir seine YouTube-Videos gar nicht mehr an, aber wie ist jemand drauf wartet? Ach, Bühni. Und dann immer labert er irgendwas mit. Aber nehmt es mit Humor, Leute. Das ist mein Humor. Und dann nuckelt er immer so an seine Wasserflasche. Erwischt. Bühni. Weißt du was? Trotzdem, am Ende des Tages habe ich mehr Wasser getrunken als du. Haha. Mann, der schießt gegen mich, Mama. Mama. Anne. Ach, da kann er auch immer nur nuckeln. Ich kann viel nuckeln, Bühni. Ach, Manu. Habt ihr euch jetzt angegriffen gefühlt? Sedo-Supporter? Video von ihm an, weil alleine sein Gesicht zu sehen, das verdirbt mir den ganzen Tag und seine Stimme, bin ich euch ehrlich. Ja, ich hasse ihn. Also wirklich, ich hasse ihn. Also, es gibt Menschen... Er hat gesagt, dass er mich hasst. Jetzt mache ich mir Gedanken. Real Talk. Das ist auch der Punkt, wo ich meine Karriere hinterfrage. Wir können es schon Karriere nennen, falls du gerade gedacht hast, was für Karriere, guck dich an, YouTube-Opfer. Nee, wir können das Ganze schon eine Karriere nennen. Und es ist der Punkt, wo ich mir diese Karriere hinterfrage. Bühni sagt, er hasst mich. Bühni. Von dem ich so viel halte. Es gibt niemanden, dem seine Meinung mich mehr interessiert als die von Bühni. Es gibt niemanden, den ich eher nach einem Rat fragen würde als Bühni. Es gibt niemanden, der lehrreichere Sachen zu bieten hat als Bühni. Und er sagt, er hasst mich. Ich wäre für einen Ich-hasse-dich-Counter, den wir jetzt hier unten in die Ecke einfügen. Immer wenn er hasse dich oder hasse ihn sagt, geht der Counter hoch, okay? Perfekt. Zwei haben wir schon. Zwei können wir schon hinschreiben. Zählt schon. Okay. Die mag ich nicht, aber es gibt Menschen, die will ich nie in meinem Leben treffen und das ist er. Und ich hoffe, ich sehe ihn nie in meinem Leben, weil er ist echt die Person, der labert ja irgendwas immer mit, ja, der nimmt das ernst und die Laura nimmt das auch nicht mit ernst. So redet er immer. Aber ganz ehrlich, ich hasse dich und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich hasse dich wirklich und I don't like you. Ich weiß, es juckt dich vielleicht nicht, aber wirklich, 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 ich hoffe einfach nur,
dass du dir das vielleicht mal zu Herzen nimmst. Hör einfach auf, fucking Videos über mich zu machen. Ich habe gerade Real Talk doch drüber nachgedacht, ob ich in Rente gehe jetzt. Ich habe Real Talk drüber nachgedacht. Weil wenn Bunny sagt, dass er mich hasst. Das klingt voll cool, wenn ich meine Nase zuhalte. Bunny, ich weiß nicht. Das Ding ist, guck mal, du ragest gerade über mich her. Und das Ding ist, wären die von diesen 147 Leuten, die gerade in deinem Live sind, nicht 130 Leute, die von mir kommen, dann könntest du doch gerade den Shitstorm auslösen. Du redest gerade schlecht über mich. Du sagst, dass du mich hasst. Stell dir vor, ich würde jetzt einen Shitstorm kriegen, wie du damals von Musti bekommen hast. Es tut dem Herzen weh. Hör auf mit sowas. Man soll keine Menschen hassen. Real Talk, ne, das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Ich hasse niemanden. Ich hasse auch keine Dinge. Ich hasse nichts. Ich mag Dinge nicht oder ich mag Personen nicht. Aber dieses Wort hassen gibt es in meinem Wortschatz nicht mehr. Das habe ich ganz früh als Kind gelernt, dass man Menschen, egal wie sehr man sie nicht mag, nicht hassen sollte. Ja? Bündi, kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden. Aber irgendwie finde ich es auch witzig, dass du mich... Also ich finde es gut, dass... Also ich finde es nicht gut, dass du mich hasst, aber... ich find's unterhaltend. Sagen wir unterhaltend. Fucking Videos. Ich dachte wirklich, du hast aufgehört, aber du hörst nicht auf. Nee. Wirklich, du hängst an mir wie eine Pest. Guck mal, Bündi, ich kann dir sagen, was meinen Kontostand angeht, ich glaube schon noch 3-4 Jahre müsste ich schon noch weitermachen, bis ich aufhöre. Damit sich das Ganze gelohnt hat. So ein bisschen einen auf den aussorgen. Weißt du, damit ich ein Haus bauen, kaufen, wie auch immer kann, für meine Familie und so dies, das, muss ich schon noch ein paar Jahre weiter ackern. So leicht ist das Ganze jetzt auch nicht. Ja? Deshalb, so schnell kriegst du mich leider nicht los. Wie eine Krätze, wie eine Läuse hängst du an mir. Ey. Er schießt aber ganz scharf, gell? Mehr so scharf. Ist jetzt schon vorbei? Scheißegal, wie sehr er mich auseinandernimmt. Aber ich hasse dich. Wirklich. Der Counter. Deine Crew da, der Counter, mit dem du immer über mich schnackst. So. Welche Crew? Hab ich eine Crew? Wo ist meine Crew? Wenn ich eine Crew hätte... Er hat's schon von mir vergessen. Ja, Ananas, du gehörst zu meiner Crew, ich weiß. Aber wo ist meine Crew, von der er redet? Wen meint er? Ich bin gerade überfordert, Real Talk. Meint er Mats, mein Mitbewohner? Hä? Ich drehe doch meine Videos alle alleine. Wo ist meine Crew, bitte? Ich hasse dich. Ja, danke. I'm so sorry. But I can't anymore. Der Counter geht noch hoch auf dreistellig. Aber es ist doch nichts Schlimmes zu sagen, ich hasse ihn. Wirklich, nee. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr gehasst wie ihn. Aber warum? Also Real Talk, mache ich auf euch einen bösen Eindruck? Mache ich auf euch den Eindruck, dass wenn ich Bunny auf der Straße sehen würde, dass ich dann hingehen würde und ihm sagen würde, Bunny, du bist so ein dummes Stück. Mache ich den Eindruck, als würde ich ihn dann beleidigen oder fronten oder keine Ahnung? Mache ich diesen Eindruck oder mache ich eher den Eindruck, dass ich ihn sehe und sage, oh, hallo Bunny, schön dich zu sehen, mal in Real Life, mein kleines Dickerchen. Das ist doch eher so, wie ich handeln würde, oder nicht? So, warum hat er was gegen mich? Ich verstehe es nicht. Weil ich die Sachen, die er öffentlich postet, in meine Videos packe und kommentiere, die Sachen, die er öffentlich für Aufmerksamkeit postet, du entscheidest dich ja selber, dir jeden Tag eine neue Geschichte auszudenken, die du hochlädst, damit du irgendwie noch aktuell bleibst oder hier 140 Leute in einem Livestream zuschauen. Du entscheidest dich ja selber dazu. Ich hab doch das Recht, das zu benutzen und es anzuschauen. Ich war genau wegen so einem Müll vor Gericht. Genau wegen so einem Müll wurde ich vor Gericht gezogen, ne? Einer hatte mal die Eier, mich vor Gericht zu ziehen. Ratet mal, wer verloren hat. Ratet mal, wer fünfstellige Kosten hat. Nicht ich. It's not me. Mm-mm. Ich hasse ihn. Könnte er jetzt sagen, zur Abwechslung mal. Genau. Nein, es hat nichts mit Gesprächsthema Nummer 1 zu tun, aber ich will einmal nicht auf seinem Kanal zu sehen sein. So, auf seinem Kanal will ich nicht sein. Und ich sag's ihm oft genug und ich sage es oft genug und ich dachte, es hört irgendwann auf. Aber ich sag es jedes Mal, ich will nicht auf seinem Kanal zu sehen sein, weil ich hasse ihn wirklich. Und mir ist es
ehrlich gesagt egal, wer denkt so, ich bin jetzt so schlecht, weil ich sage, ich hasse ihn, aber ich hasse ihn einfach. Nein, das ist wirklich okay, dass du das sagst. Das ist wirklich nicht schlimm. Das Ding ist, was ich mich frage, wenn du wirklich nicht auf meinem Kanal zu sehen sein willst, ne? Warum schreibst du mir dann, keine Ahnung, gefühlt jede Woche oder alle zwei Wochen einen Satz mäßig? Hey, Seto, wichtige Frage. Warte mal, das ist wirklich wichtig. Kann ich dir eine Frage stellen? Hallo Schatzi, hast du mich vermisst? Hallo. Und? Ah, schön, neues YouTube-Video wieder über mich. Das ziehe ich mir gleich rein. Warum schreibst du mir denn die ganze Zeit solche Sachen auf Instagram? Warum? Und warum ziehst du sie dann zurück, wenn ich nicht antworte? Warum? Warum? Wenn du dich von mir entfernen willst, ich gebe dir einen Tipp. A, poste kein Müll. Habe ich keinen Grund, dich in meine Videos zu packen, weil dann bist du nicht mehr interessant für meine Videos. B, schreib mir doch nicht. Wenn du keinen Müll mehr postest, das Einzige, was mir zugeschickt wird von dir, von meinen Zuschauern, ist dein Müll. Der Müll, den du machst. Den Müll, den du dir ausdenkst. So, der Müll kommt zu mir. Der Müll, das Müll, die Müll. Wie sagt der Müll, der Müll, das Müll, der Müll, der Müll. Der Müll kommt zu mir. Du musst dir vorstellen, ich bin so, ich arbeite auf so einem Schredderhof. Weißt du, wo der Müll so geschreddert wird und dann wird er wieder recycelt so. Und ich mache aus Müll wieder Recycling so. Und das sind meine Videos. Mach keinen Müll, kommst du nicht auf den Recyclehof. Ganz einfach. Ich mag ihn einfach nicht. Wann geht's denn jetzt um Josie? Das interessiert mich. Ja, und mir ist es, also es freut mich mega, wenn er mich auch hasst, aber wie du siehst. Ich hasse dich nicht. Und wenn du wirklich stolz hast und das wirklich mal siehst, dann würde ich mal bitte dir raten, einfach mal, hör auf, Videos über mich zu drehen. Okay, was hat das denn damit zu tun, ob ich stolz habe oder nicht? Wenn du stolz hast, hörst du auf, Videos über mich zu drehen. Was hat das mit Stolz zu tun? Okay, ich gebe dir ein Dings zurück. Wenn du keinen Müll mehr machst, höre ich auf, Videos über dich zu drehen. So, das ist der Deal. Lieber Böni, das ist der Deal. So schwer ist es doch nicht. Das ist der Deal. Wirklich, weil ich glaube, ich kann es über keine Plattform mehr sagen. Aber ich finde, sowas Dreistes wie dich auf dieser Welt habe ich noch nie in meinem Leben kennengelernt. Dreist? Es ist mir scheißegal, wie sehr du mich nicht magst. Was ich machen kann, ist nur das hier. Er denkt echt, ich mag ihn nicht, ne? Es gibt wirklich auch Leon Content. Denkt auch, ich hasse ihn, ich mag ihn nicht, wie auch immer. Was denkt ihr denn alle? Leute, ich nehme eure Sachen, die ihr öffentlich postet. Ich kommentiere das aus Spaß. Für mich ist das alles ein Witz. Für mich ist das alles ein Witz. Ich versuche es zu unterhalten. Ich baue doch keine menschliche Beziehung zu euch auf und denke mir so, boah, Bunny ist so nervig, der geht mir so auf den Sack. Das juckt mich doch nicht, was du privat machst. Wie soll ich dich denn hassen, wenn ich dich nicht persönlich kenne? Wie? Wie soll ich dich denn nicht mögen, wenn ich dich nicht persönlich kenne? Ich mach hier meine Unterhaltung. Ich lache ein bisschen über dich, ich lache ein bisschen mit dir. Du lachst ein bisschen zurück, alles gut. Auf Social Media zu sagen. Aber ich finde, es ist eine Dreistigkeit, Videos zu veröffentlichen und danach, dass es auf Newsseiten geht, dass die Videos sind nie öffentlich gewesen. Sie werden von Menschen verschickt und du nutzt das für deine Zwecke, nur damit du alleine deine Klicks kriegst. Und das ist herzlos für mich. Und mir ist es scheißegal, wie sehr ihr ihn mögt. Das ist so interessant, wenn Bunny gerade versucht zu sagen, ich tue Dinge nur für Klicks. Wenn Bunny versucht, genau das zu sagen. Bunny, guck mal, wenn dir das nicht passt, ich habe ein Video über dich veröffentlicht und du bist dir sicher, du bist rechtlich auf der richtigen Seite, ja? Du bist rechtlich komplett, du bist im Vorteil. Mach's wie die Person vor dir. Zieh mich vor Gericht. Aber sei dir bewusst, maybe, you will lose this shit and you have to pay a lot of money. So, aber tu's. Also wirklich, es würde mich sogar unterhalten. Mir macht das Ganze ja Spaß auch. Also es ist auch ein bisschen witzig. Aber ich finde, wenn ihr in meine Lage stecken würdet, würdet ihr das genauso denken. Weil ich finde es einfach, es ist respektlos. Das Ding ist, den Content, den du machst, der ist eher respektlos als alles andere. Wenn Leute in deiner Lage stecken würden, würden sie gar nicht den Content machen, den du machst, wenn man das überhaupt Content nennen kann. Du täuscht Dinge vor, die nie passiert sind. Du derespektierst Corona und die Corona-Maßnahmen. Du erfindest Beziehungen, die es nicht gibt. Du erfindest, dass Personen vermisst werden. Du erfindest, dass du entführt wurdest. Du erfindest, dass du in einem Livestream geschlagen wirst. Und so weiter und so fort. Bunny, du hast ein Rad weg. Ganz einfach. Das ist alles. That's the message for today. Nicht mehr und nicht weniger. Der Einzige, der respektlosen Scheiß-Content macht, bist du. Am Ende des Tages. Und trotzdem hasse ich dich nicht. Trotzdem mag ich dich. Ich habe nichts gegen dich. Warum sollte ich was gegen dich haben? Warum? Erklär es mir. It's disrespectful. Kommt es noch irgendwas mit Josie, ey? Und als du es jetzt zum zweiten Mal gemacht hast und dich trotzdem auf Newsletter lustig gemacht hast und geschrieben hast, Bunny,
Dann geh doch mal zur Polizei, mach eine Anzeige. Weißt du, sowas ist eklig. Das Ding ist, guck mal, wenn er wirklich zur Polizei gehen würde und eine Anzeige machen würde, die Polizei juckt das als allererstes gar nicht. Das geht bei denen so im Rang von den ganzen Fällen, die sie haben, kommt das hier unten irgendwo in diesen Ordner, in diesen Aktenordner. Ne? So, Anzeigen bringen eh nichts in so einem Fall. Also meistens, ne? Ich würde mich jetzt nicht darauf belegen, aber du kannst eine Abmahnung schicken an mein Impressum, ne? Also dein Anwalt kann eine Abmahnung verfassen, wenn du einen Anwalt hast, an unser Impressum. Dann guckt mein Anwalt, was er macht, wie er vorgeht. Dann kannst du entscheiden, ey, ich möchte das Ganze gerichtlich behandeln, ja? Und dann ziehst du das Ganze vor Gericht. Das Ding ist dann halt, dass die Richter und die Richterhelfer oder keine Ahnung, wie die Leute heißen, die daneben sitzen, Staatsanwälte, kein Plan, Alter. Die müssen alle bezahlt werden. Mein Anwalt muss bezahlt werden und dein Anwalt muss bezahlt werden. Und meistens ist es dann so, dass die Partei, die verliert, die den Prozess verliert, die im Unrecht ist, die übernimmt die Kosten von, na, alle Kosten halt. Alle Kosten, die entstanden sind. Heißt, es könnte teuer werden. Entweder für dich oder für mich. Aber ich glaube eher für dich. Weil ich weiß eigentlich relativ gut, was ich tue. Und ich habe einen echt guten Anwalt. Shoutouts gehen raus an der Stelle, aber der ist echt gut. Also. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht eine Person, die geil drauf ist, Menschen anzuzeigen, weil ich mit ihnen das gerne persönlich kläre. Aber du verhältst dich in dem Moment wie ein Kleinkind. Weil du aber diese fucking Videos mir postest, ohne meine Erlaubnis. Und das ist asozial. Und deine Ex-Freundin hat selber gesagt, dass du einfach so geil, du bist so fucking geil drauf, alles deiner Community zu geben, damit du einfach diese Klicks behalten kannst. Das hat meine Ex-Freundin gesagt? Also, ich bin so geil drauf, alles meiner Community zu zeigen, damit ich Klicks behalten kann. Wie behält man Klicks? Also, kurze Dings. Einfach kurz erklärt, liebe Freunde. Natürlich bin ich geil drauf, euch geile Videos zu bieten. Hä? Logisch. Ich versuche euch im bestmöglichsten Fall zu unterhalten. Also wenn Bünni 8 Minuten über mich raged, ist das natürlich interessanter als ein Video, wo Bünni uns sein Zimmer zeigt. Natürlich. Natürlich packe ich das in mein Video. Natürlich unterhalte ich euch damit. Na klar. Aber Leute, ist der Fact nicht richtig, richtig cute, dass Josie einfach mit ihm so über Insta schreibt, so auf Best Friends Basis? Ich finde diesen Gedanken so süß. Ich weiß nicht. Ich finde es so cute. Aber die, ach ja, das ist schön. Doch, das freut mich. Würde ich so geil drauf sein, dann würde ich genauso hier lutschen. Aber ich mache es nicht, weil ich bin eine Person, was mir im Herzen liegt, sage ich. Period. Und mir ist es scheißegal, ob ich die ganze Welt dort draußen hast, auf Social Media. Und ich weiß, ob ich den ganzen Spieß umdrehen so könnte, aber mich juckt das. Dreh den Spieß um, Bruder. Du darfst. Dreh den Spieß um. Welchen Spieß willst du umdrehen? Den Spieß, dass ich Videos mache auf die Sachen, die du öffentlich gepostet hast? Das steht doch schon allein in den AGBs von Instagram, in den AGBs von TikTok und in den AGBs von YouTube. Was willst du für einen Spieß drehen, Mann? Was für einen Spieß willst du drehen? Und warum tust du gerade so? Ich bin, period, die Person, die immer ihre Meinung sagt. Sage ich nicht meine Meinung? Ich sage in meinen Videos immer meine Meinung. Warum tust du gerade so, als wäre meine Meinung falsch, aber deine richtig? Darüber kann man ja diskutieren. Ich sage ja auch nicht, deine Meinung ist falsch. Kann ja auch richtig sein. Ist ja deine Meinung. Jeder Mensch darf ja seine eigene Meinung haben. Aber nicht. Und ehrlich gesagt ist so, ja, yeah, I hate you. Ah. And I hate all your friends, which talks about me. So, okay, wir gehen offline. Genug Hass verbreitet. Oh, auch ein starker Satz zum Abschluss. Starker Satz zum Abschluss einfach. Wir gehen offline. Wir haben genug Hass verbreitet. Liebe Freunde, das war mit Abstand mal wieder ein Video, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich küsse eure Herzen, abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen. Mein kleines Baby. Dort zeige ich euch schöne Bilder von mir. Mit Nipples, ohne Nipples, wie ihr wollt. Nein, Spaß. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein. Ciao. Got a lot to do. Got a lot of... At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do?